Frau Kofler-Bitschert, ich begrüße Sie herzlich heute Morgen in der Tucholsky-Buchhandlung und freue mich, dass ich mit Ihnen ein kurzes Gespräch über Cécile Faux, Pionierin der Hirnforschung, sprechen kann. Das ist ein Buch, das im Überreuther Verlag erschienen ist. Sie leben in Wien und in Triest vor allen Dingen mittlerweile. Wie kommen Sie als Österreicherin, die in Italien lebt, auf die Idee, sich mit einer deutschen Persönlichkeit der Hirnforschung und zu beschäftigen? Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich kam darauf, das hat mit meiner beruflichen Vergangenheit als Wissenschaftskommunikatorin zu tun. Ich habe viele Jahre Wissenschaftskommunikation gemacht, unter anderem für nationale und internationale neurologische Fachgesellschaften. Und bin auf einem neurologischen Kongress einmal auf Cécile Vogt gestoßen. Im Zuge eines Vortrags, der wissenschaftshistorisch war und sich mit sogenannten Eponymen, also das sind Namen von Erkrankungen, die auf ihre Entdecker zurückgehen, beschäftigt hat. Und da gab es auch die Vogt-Erkrankungen. Ein biografisches zu Cécile Vogt und Oskar Vogt. Und ich war einfach sehr verblüfft, obwohl ich viel über Neurologie weiß, und auch über die Geschichte weiß, von so einer tollen und aufregenden und spannenden und innovativen Frau noch nie was gehört zu haben. Was hat sie gemacht, vor allen Dingen in Berlin Buch? In Berlin Buch. Gut, man muss sagen, sie ist Französin, also macht noch eine Nationalität sozusagen dazu, also genießt noch eine deutsche Persönlichkeit. Sie ist ursprünglich Französin, hat dort auch Medizin studiert, kam dann nach Berlin und hat mit ihrem Mann Oskar gemeinsam Hirnforschung betrieben. Wir reden vom Jahr 1900 und dann weiter rein. Das heißt, das ist eine sehr frühe Zeit. Ein besonderes Anliegen war ihr, in der sozusagen Topografie des Gehirns Stellen zu finden, die dafür verantwortlich sind, oder Verletzungen oder Veränderungen zu finden, die für bestimmte Erkrankungen oder auch Verhaltensweisen oder auch Talente oder auch Fähigkeiten verantwortlich sind. Und das war ein sehr, sehr spannender Ansatz, sozusagen in dieser großen Debatte, die es ja so um die Jahrhundertwende auch gab, über das Leib-Seele-Problem, zu sagen, wir schauen einfach im Hirn nach, was ist da physiologisch, was ist da anatomisch, was ist da pathologisch, und das hat das zu tun, wie der Mensch sich vielleicht sogar verhält, wie talentiert er ist und welche Erkrankungen er entwickelt. Cécile Vogt und Oskar Vogt gründeten die Kaiser Wilhelm, das Kaiser Wilhelm Institut. Das ist der Vorläufer vom Max-Planck-Institut. Und wie kam es dazu und über welche Jahrzehnte sprechen wir da? Also das Institut der Vogts gab es ja schon, bevor Was es die zuvor? Kaiser Wilhelm Gesellschaft gab, war angesiedelt im Tiergartenviertel, und also wurde gegründet 1899 als Privatinstitut ursprünglich. Dann gab es eine Kooperation schon 1902, 1903 mit der Universität, aber eine sozusagen eher lose. Das Institut blieb außerhalb und eine eigenständige private Einrichtung. Und dann, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, gab es eine Einigung mit der damals noch recht jungen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, dass das Institut ein Kaiser-Wilhelm-Institut werden sollte. Der Erste Weltkrieg hat dann die formelle Einrichtung verzögert und 1919 war es dann wirklich sozusagen auch formell Teil der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Was für Cécile auch bedeutet hat, dass sie nach 20 Jahren der Forschung als Privatgelehrte quasi, also unbezahlt im Institut, endlich auch eine Anstellung hatte in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Abteilungsleiterin war, was ein enormes Renommee war, zumal für eine Frau. Davon gab es nicht viele. Das Renommee von Cécile Vogt, aber auch von Oskar Vogt, war ein weltweites Renommee. Das führte unter anderem dazu, dass sie 1925 einen Ruf nach Moskau bekamen, Lenins Hirn zu untersuchen. Können Sie das nochmal vertiefen? Sowohl fachlich ist das interessant, als auch literaturgeschichtlich, denn es gibt auch einen bekannten Roman über dieses Thema. Es gibt einen Roman über dieses Thema, genau, der schon recht nah an der Realität und an der Recherche ist, aber sich naturgemäß auch ein paar Freiheiten nimmt in der Erzählung.
Das ist schon eine spannende Geschichte, aber sie ist wahr, sie ist verbürgt, sie ist gut dokumentiert, dass die Vogts der Ruf nach Moskau eilte, 1925. Das hat auch damit zu tun, das hat wahrscheinlich mit zwei Dingen zu tun. Zum einen hatten sie lange schon Beziehungen nach Moskau, nach Sankt Petersburg, Schrägstrich Leningrad. Das ging zurück auch noch vor die Jahre vor der Revolution. Sie hatten einfach intensiven Austausch mit Wissenschaftlern dort, Hirnforschung war dort ja auch ein großes Thema. Zum anderen galten sie ja beide sozusagen als Linke, würde man vielleicht aus heutiger Perspektive sagen. Also man ging davon aus, dass sie durchaus freundlich gesonnen wären. Und ich denke, der sowjetischen Führung ging es darum, einfach allen möglichen Gerüchten über Lenin und seinen Gesundheitszustand auch zum Schluss, bevor ich da ein bisschen vorzubeugen. Und tatsächlich gab es wahrscheinlich auch ein Interesse an diesem Konzept des Geniehirns, was ja mit der Vogtschen Forschung, dass man am Hirn selber sehen kann, bestimmte Dinge, mit diesem Konzept sozusagen festzustellen, wie war denn Lenin? Er hatte ja Schlaganfälle gehabt und war ja zuletzt also wirklich sehr krank. Oskar fuhr dann nach Moskau, hat schnell festgestellt, es gibt überhaupt kein Material und keine Gerätschaften, um sowas überhaupt durchzuführen. Sisi reiste dann mit sehr großem Gepäck, unter anderem mit den Hirnschneidemaschinen, aus denen man diese hauchdünnen Scheiben herstellt, die dazu dienen, sozusagen das Hirn zu studieren, nach Moskau. Das Hirn wurde präpariert, wurde in Scheiben aufbereitet und studiert. Und Oskar hat dann in Vorträgen, aber auch Publikationen das Hirn beschrieben. Und berühmt geworden ist eine Beschreibung, wo er sagt, dass an einer bestimmten Stelle der Hirnrinde wäre eine besondere Häufung bestimmter Zellen zu beobachten gewesen. Und das würde beweisen, dass Lenin also ein besonderer Assoziationsathlet, würde er es bezeichnen, gewesen sei. Ihre Biografie über Cecil Vogt ist ein Parforce-Ritt durch die Weimarer Republik, durch die Zeit des Nationalsozialismus und bis in die Bundesrepublik hinein. Sie waren immer auch eindeutige politisch konnotierte Personen. Und glauben Sie, dass die Vogts etwas von Georg Büchner gelesen haben und möglicherweise mit dem schönen Zitat Friede den Hütten, Krieg den Palästen etwas anfangen könnten? Ob Sie Büchner gelesen haben, weiß ich nicht. Das würde gut zu Ihnen passen. Belege habe ich keinen. Aber tatsächlich konnte auf jeden Fall Cécile, mit der ich mich ja noch viel intensiver beschäftigt habe als mit Oskar, mit diesem Zitat Friede den Hütten, Krieg den Palästen was anfangen, weil sie bekanntermaßen in pazifistischen Organisationen sich auch engagiert hat. Wie sie überhaupt eine sehr politische Person war, das wurde in der Vergangenheit oft, muss sagen, so wie vieles an ihr, eigentlich fast beiseite gelassen oder ist in Vergessenheit geraten. Man ist immer so davon ausgegangen, sie war halt quasi auch in dieser Hinsicht, also als politisch denkende Person, halt so ein Anhängsel von Oskar. Das stimmt meines Erachtens überhaupt nicht. Sie war sehr engagiert, sie war sehr Sie interessiert. kannte Clara Zetkin. Clara Zetkin, Mathilde Wurm, das waren Freundinnen. Sie hat sehr genau verfolgt, was sich in den parlamentarischen Debatten abspielt. Also, sie war da sicher, sie war mit französischen Sozialisten sehr, sehr eng befreundet. Sie hat ja auch nie den Kontakt zu ihrem ursprünglichen Heimatland verloren. Also sie war sicher eine sehr eigenständige politische Person und nicht bloß die Frau vom berühmten Oskar Vogt. Frau Kufler, vielen, vielen Dank für den Besuch hier. Eine Kosmopolitin haben Sie vorgestellt in Ihrem Buch, eine Expertin, eine politische Feministin. Und ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg mit dieser Biografie. Vielen Dank. Vielen Dank, danke, dass ich da bin.